Guten Morgen an alle! Guten Morgen! Wir fangen jetzt mal ganz gemütlich mit einem Lied ein, als Einstimmung. Ich hoffe, ihr unterstützt mich beim Singen. Das Lied heißt, nur gemeinsam sind wir stark. Hey, das geht aber ein bisschen lauter, gell? Wir sind nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir stark. Jeder, jeden, das ist ihr Ziel. Mir wird das alles viel zu viel. Das Stichwort heißt Vertrauen und wir sind. Das alles viel zu viel. Wir wollen in Frieden leben und keinen Krieg erleben. Also nimmt euch an die Hand. Es geht noch lauter, noch einmal. Wir sind nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir stark. Vielen lieben Dank. So. Hört ihr mich? Ja, wunderbar. So, Julia, erstmal vielen herzlichen Dank für die musikalische Einstimmung für unser heutiger Neujahrsempfang. Vielen herzlichen Dank. Wir werden noch was wieder hören. Ja. Genau. So, verehrte Gäste, liebe Freunde, liebe Mitglieder, ich darf euch alle recht herzlich hier in Offenbach zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang begrüßen. Bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht alle Leute persönlich benenne. Ich mache ein bisschen pauschal. Aber was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist unser Landesvorsitzender, der in sehr enger Zeit lang hat. Der hat sich aber nicht nehmen lassen, heute trotz allem bei ihm zu sein. Und deswegen möchte ich ganz besonders unseren Herrn Dr. Jan Bullinger begrüßen. Lieber Jan, herzlich willkommen. Und wer mir ebenfalls ganz besonders am Herzen liegt, der heute eine Mordsreise gemacht hat, um bei uns zu sein,
ist unser René Aust. René, herzlich willkommen. René Aust ist im Landtag in Thüringen zu Hause und bei uns auf der Europawahlliste Platz 3. Er wird also unsere Interessen in Europa vertreten. Ich denke, da wird er noch ein paar Worte zu uns sagen. René, von mir aus. Vielen Dank. Weiterhin möchte ich natürlich alle MdBs begrüßen, die heute hier sind und auch alle MdLs. Wie gesagt, ich möchte nicht jeden einzeln benennen, sonst vergesse ich einen und dann spricht vielleicht der eine oder andere mit mir. Deswegen eine pauschale Begrüßung für diese Kollegen. Was für mich noch wichtig ist, unsere ganzen Nachbarkreise sind heute die Kreisvorsitzevertreter, auch hier herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch die Mitglieder aus den Nachbarkreisen und natürlich auch die Gäste, die hier heute sind, die noch nicht in der AfD sind, aber denen ich natürlich Mitgliedsanträge dabei habe. Und nach unserer offiziellen Teil habe ich drüben im Büro. Ich freue mich dann, wenn ich da viele Anträge ausfüllen darf. So. Liebe Freunde, liebe Mitstreiter, verehrte Mitglieder, wo stehen wir heute mit und in unserem schönen Deutschland? Oder ist es gar nicht mehr so schön, unser Deutschland? Unser Land steckt in einer Dauerkrise. Deindustrialisierung, Klimahysterie, Energiewahnsinn, Masseneinwanderung, Gewaltverbrechen und sozialer Abstieg. All das sind die Ergebnisse von 16 Jahren CDU-geführter Merkel-Regierung und 2 Jahre linksgrüner Ampel-Regierung. Und der Niedergang hat sich in den letzten 2 Jahren dramatisch beschleunigt. Aber, liebe Freunde, die rot-grüne Zerstörungswut hat in Deutschland ungeahnte Kräfte freigesetzt. Die Zahl der Bürger, die die politische Wende in Deutschland einleiten und die linke Kulturrevolution stoppen will, erreichen Rekordwerte. Liebe Freunde, 2 Drittel der Deutschen wollen dieser Ampel ein Ende setzen. Und unsere AfD wird von immer mehr Bürgern als einzige und wahre Opposition und Alternative zu der verheerenden und selbstzerstörerischen rot-grünen Politik gesehen. In den Umfragenwerken steht unsere Bundespartei stabil bei 22-23%, eine Verdopplung zu den letzten Bundestagswahlen. In Rheinland-Pfalz, das liegt uns ganz besonders am Herzen, liegen wir zurzeit bei 20%. Wir haben die FDP und die Freie Wähler weit hinter uns gelassen. Liebe Freunde, wir sind SPD und CDU hart auf den Fersen und ich verspreche euch, wir werden sie weiter jagen. In Ostdeutschland, in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sind wir schon stärkste Kraft. Wir sind dort eine Macht, die Deutschland vor dem Untergang bewahren wird. Verehrte Freunde, jedes Amt, das wir erringen, schlägt eine Lücke in diese dumme, gefährliche, sogenannte Brandmauer. Jeder noch so kleine Schritt ist ein Schritt in die Richtung Regierungsverantwortung. Dazu müssen wir alle unsere Kräfte mobilisieren, inhaltlich und programmatisch. Und wir müssen gemeinsam und solidarisch engagiert in die Wahlkämpfe gehen, auf die Infostände, in den Veranstaltungen, in der Öffentlichkeitsarbeit. Denn unsere politischen Gegner werden alles tun, um zu verhindern, dass wir für die Zukunft unseres Landes und zum Wohl unserer Bürger sorgen werden. Um auf meine Frage zurückzukommen, ist unser Deutschland noch ein schönes Deutschland? Liebe Freunde, lasst uns aus unserem Deutschland wieder gemeinsam ein schönes Deutschland machen. Dafür will ich mit euch kämpfen. Vielen Dank. Und jetzt kriege ich einen Profi. Ich darf bitte unseren Landesvorsitzenden Jan Bollinger, der ein paar Worte zu euch sprechen möchte. Ja. Liebe Gäste, liebe Freunde, lieber Eugen, vielen Dank für die Begrüßung. Liebe Julia, vielen Dank für die musikalische Einleitung. Ich habe ja als Landesvorsitzender, als Fraktionsvorsitzender im Landtag viele Termine, aber mit Abstand am liebsten sind mir die Termine, bei denen ich mit und zu unseren Mitgliedern sprechen kann. Deshalb ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass ich heute wieder beim Neujahrsempfang der AfD
südliche Weinstraße Landau sprechen darf, dem mitgliederstärksten Kreisverband unseres Landes. Und liebe Freunde, dieser euer Erfolg, der ist nicht vom Himmel gefallen. Der ist das Ergebnis eures immensen Einsatzes, eures Mutes zur Wahrheit. Ihr habt euch nicht gebeugt, ihr seid immer aufrecht geblieben und ihr habt stets mutig und fleißig für unser Land, für unsere AfD eingestanden. Vielen Dank für euren Einsatz und herzlichen Glückwunsch zu eurem Erfolg, der so herrliche Früchte trägt. Und zu diesem Erfolg haben natürlich viele Köpfe und viele Hände beigetragen. Ich möchte trotzdem das unermüdliche Engagement von Eugen Ziegler und Bert Schattner besonders würdigen, die hier vor Ort und im Landesvorstand tragende Säulen unserer AfD sind. Denn Eugen kenne ich seit der Gründungszeit der AfD und ich frage mich seitdem, wie er seinen enormen Einsatz für unsere AfD damit zusammenbringt, dass er noch unternehmerisch tätig ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es immer noch nicht so richtig verstanden. Vielen Dank, Eugen, und einen herzlichen Applaus. Und auch Bernd reist zwischen Südpfalz, Mainz und Berlin ein enormes Arbeitspensum ab. Und ich habe ja viele gute Kollegen im Landesvorstand, viele fleißige, tüchtige Leute. Aber der Bernd ist derjenige, bei dem ich ganz sicher weiß, wenn ich ihn anrufe, wird er mich garantiert kurzfristig zurückrufen, wenn er mal ausnahmsweise nicht erreichbar ist. Und dabei sind Wochenenden und Nachtstunden mit einbezogen. Dafür, oh, lieber Bernd, herzlichen Dank und einen Applaus für Bernd Schattner. Ja, liebe Freunde, ich sagte eben schon, ich durfte vor einem Jahr schon hier zu eurem Neujahrsempfang sprechen. Und ich konnte damals einen positiven Blick zurückwerfen auf die Entwicklung der AfD im Jahr 2022 und einen positiven, hoffnungsfrohen Blick voraus auf das Jahr 2023 mit dem 10. Geburtstag unserer AfD. Und die tatsächliche Entwicklung in diesem Jahr, die hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Mit zarten 10 Jahren ist unsere AfD unwidersprechlich Treiber der wesentlichen politischen Entwicklungen in Deutschland und klar zweitstärkste politische Kraft in unserem Land. Die große Aufsteigerin des Jahres 2023. Und in ihrem vollendeten 10. Lebensjahr präsentiert sich unsere AfD als vollständig ausgereifte Partei. Mit guten, kompetenten Vertretern auf allen Ebenen und einer überzeugenden Programmatik. Wir sind es, die seit langem die Faust in die vielen politischen Wunden unseres Landes stoßen. Wir warnen seit 2015 vor den verderblichen Folgen der unerträglichen Massenzuwanderung für unser Land, für die öffentlichen Finanzen, für das Bildungswesen, den Wohnungsmarkt und nicht zuletzt die innere Sicherheit. Wir warnen seit langem vor den Auswirkungen, den negativen Auswirkungen von Energiewende und Russland-Sanktionen auf unsere Energiepreise, auf unsere Bürger, auf die Wirtschaft. Wir kämpfen gegen eine Politik, die die soziale Hängematte für die ganze Welt immer üppiger ausgestattet und es dann von den Bürgern bezahlen lässt, von euch allen, die ihr hier steht. Wir setzen uns dafür ein, die enorme steuerliche Belastung unserer Bürger und Unternehmen zu senken. Und unsere Problemanalysen und Lösungsvorschläge sind so überzeugend, dass sie nicht nur von der großen Mehrheit der Bürger mittlerweile geteilt werden, sondern auch von denjenigen Parteien übernommen werden, die uns bis vor kurzem wegen genau diesen Positionen aufs Übelste verunglimpft haben. Wir kennen alle das Sprichwort, dass das Plagiat die höchste Form der Bewunderung ist. Kann man nur sagen, Herr Merz und Herr Schnieder bewundern uns offensichtlich sehr. Dies ein unfreiwilliges Kompliment, das wir so natürlich nicht erwidern können. Und angesichts unserer seit langem zutreffenden Vorhersagen und überzeugenden Lösungsvorschläge und des katastrophalen Versagens der Altparteien in allen wesentlichen Politikfeldern ist es kein Wunder, dass immer mehr Bürger unsere AfD zu Recht als ihre politische Alternative erkennen.
Und das sehen wir an den Umfragewerten. Eugen sprach es eben an. Auf Bundesebene stehen wir bei 23%. Und Rheinland-Pfalz hat die jüngste Umfrage des Instituts Wahlkreisprognose vom Dezember 23 für die Landtagswahl hier spektakuläre 20% ergeben in Rheinland-Pfalz und für die Europawahl auch in Rheinland-Pfalz sogar 24,5%. Für die jüngsten Kommunalwahlen liegen die Vorhersagen bei 17%. Und die Wahlen in Hessen und Bayern, die zeigen, dass wir aktuell an der Wahl ohne noch mehr abrufen können, als in Umfragen vorhergesagt wurde. Wir sehen es an der fantastischen Entwicklung unserer Mitgliederzahlen. Die AfD hat im Jahr 2023 bundesweit die Anzahl ihrer Mitglieder um 37% gesteigert. Wir sind jetzt bundesweit über 40.000, was der bislang höchste Stand ist. Und in Rheinland-Pfalz ist unsere Mitgliederzahl sogar um 50% gestiegen. Auf mehr als 2600 Mitglieder, wenn wir die in der Probezeit mitzählen, und deutlich über 200 weitere Mitgliedsanträge in der Bearbeitung. Vielleicht kommen ja einige noch dazu heute. Mitgliedsanträge liegen vor, wie Eugen sagte. Die Werbeblock muss ich einbauen. Und ihr habt die Gelegenheit, sie dem Kreis- und dem Landesvorsitzenden persönlich zu überreichen. Und es sind auch einige Nachbarkreisvorsitzende da. Also heute habt ihr die Gelegenheit, Teil unserer erfolgreichen Bewegung zu werden. Und dieser Wert, das ist für Rheinland-Pfalz ein absoluter Rekordwert, mit dem wir im Übrigen auch im Ländervergleich sehr gut dastehen und unseren Kollegen in Hessen, die ja deutlich mehr Bürger haben in ihrem Bundesland, sehr eng im Nacken sitzen. Aber wenn wir so weitermachen, dann können wir die Hessen überholen. Das glaube ich dem Robert Lambrou immer unter die Nase, wenn ich mit ihm spreche. Wir sehen unseren Erfolg aber auch an der verzweifelten Hyperaktivität unserer politischen Gegner. Ich habe mal über das offene politische Plagiat unserer Forderungen eben schon gesprochen. Das ist vielleicht kein Wunder bei Parteien, deren Vertreter regelmäßig akademische Titel niederlegen möchten, weil sie des Plagiats überführt worden sind. Im Übrigen im Gegensatz zu unserer AfD, weil die Altparteien setzen ja auf unsere Leute auch sogenannte Plagiatsjäger an. Wahrscheinlich schließen sie von sich selbst auf andere. Ja. Haben es bei mir versucht, sind krachend gescheitert. Ich strafe meinen Doktortitel absolut zurecht. Und sie werden genauso scheitern bei unserer Bundesvorsitzenden Dr. Alice Weidel, bei der sie das ja gerade auch versuchen. Da hat aber schon der Mensch, der Professor Dr. Homburg, von dem Alice Weidel angeblich abgepinnt haben soll, sich zu Wort gemeldet und gesagt, Humbug. Und genauso wird es da auch ausgehen. Liebe Freunde, die Versuche des politisch-medialen Establishments zur Diffamierung unserer AfD werden immer verzweifelter und dreister und damit aber auch immer offensichtlicher und durchschaubarer. Wenn die AfD-Landesverbände mit den stärksten Umfrageergebnissen, wo die AfD stärkste Kraft ist, wie in Sachsen und Thüringen, wenn die weniger als ein Jahr vor entscheidenden Landtagswahlen vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuft werden, wenn die einzige Antwort auf das Verstärken unserer AfD die Forderung nach einem Parteiverbot ist, teilweise direkt begründet damit, dass dann die Altparteien wieder Wähler zurückgewinnen und sich erholen könnten, wenn die Bundesinnenministerin Faeser, die ja wegen linksextremer Verstrickungen bekannt ist, die beim Schutz unserer Bürger, unserer Grenzen, unseres Landes seit Jahren kläglich versagt, wenn die Unternehmen dazu auffordert, gegen unsere AfD vorzugehen und damit an dunkelste Zeiten erinnert, wenn Regierungskritik als Delegitimierung des Staates abgetan wird und damit DDR-Straftatbestände aufgegriffen werden, dann wird eines deutlich. Hier möchte ein politisches Kartell einen inhaltlich überlegenen Gegner aus der politischen Arena entfernen, den es seit 10 Jahren vergeblich zu stellen versucht. Es gibt zwei Politikwissenschaftler von der Universität Harvard, Steven Levitsky und Daniel Ziebler, die haben ein berühmtes Werk geschrieben, wie Demokratien sterben. Und die sehen die größte Gefahr für die Demokratie nicht daran, dass es einen Putsch gibt,
sondern durch die langsame und schleichende Umformung in eine autoritäre Regierung. Und sie nennen drei Indikatoren für autoritäres Verhalten von Regierungen, die ziemlich genau das beschreiben, was die Altparteien mit uns machen. Erstens, sie ziehen neutrale Institutionen wie Behörden und Geheimdienste auf ihre Seite und instrumentalisieren sie. Zweitens, sie ändern Regeln zu ihren eigenen Gunsten. Und drittens, auf diese und andere Weise schwächen sie gezielt ihre politischen Gegner. Und das entspricht dem Konzept der Postdemokratie, bei dem zwar die demokratischen Institutionen, Parlamente, Gerichte, Behörden, alle vorhanden sind, aber unterwandert sind von Interessengruppen, instrumentalisiert und ausgehöhlt werden. Und diese Interessengruppen, das sind die Altparteien. Und nach diesem Muster geht das politisch-mediale Establishment bei allen vor, die seine Pfründe bedrohen. Das merken gerade unsere Bauern, deren gut begründeter Protest nun auf einmal angeblich von Rechten und Reichsbürgern unterwandert wird. Worauf die feigen CDU-Funktionäre in den Bauernverbänden mit peinlichen Abgrenzungsversuchen reagieren. Wir aber wissen aus eigener Erfahrung, wird der Bauer unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem. Liebe Bauern, liebe Transportunternehmer, liebe Bürger, lasst euch davon nicht einschüchtern. Wir als AfD, wir stehen hinter euch, wir stehen an eurer Seite. Und das werden auch viele tun, die hier anwesend sind. Und das kann ich allen nur empfehlen. Zeigen Sie auf den Veranstaltungen in Ihrer Region Solidarität mit unseren Bauern und Unternehmern, damit wir auch in Zukunft eine hochwertige Nahrungsmittelversorgung in Deutschland haben werden. Liebe Freunde, die Demokraten, das sind wir von der AfD. Bei der Feier zum 10-jährigen Jubiläum der AfD in Hessen im Februar des letzten Jahres sagte unser Ehrenvorsitzender Alexander Gauland einen Satz, der mir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist. Er sagte, wir haben diese Partei nicht gegründet, weil wir eine andere Republik wollen, sondern wir haben sie gegründet, weil wir diese Republik bewahren wollen. Wir verteidigen Demokratie, Meinungsfreiheit, Rechtsstaat und Grundgesetz gegen die postdemokratischen Altparteien. Und dieser Herausforderung werden wir uns auch im neuen Jahr 2024 gerne stellen. Und dieses Jahr 2024, das kann und es wird das Jahr des endgültigen Durchbruchs unserer AfD werden. Ausländische Medien haben besser als die im eigenen Lande erkannt, dass die AfD eine Idee ist, deren Zeit gekommen ist. Der renommierte Economist hat unsere Bundesvorsitzende Dr. Alice Weidel zur blauen Königin im Wartestand ausgerufen. Dieses Omen nehmen wir gerne an, liebe Freunde. Wir haben zur Europawahl eine Liste mit tüchtigen Kandidaten aufgestellt, die uns als Abgeordnete in Brüssel hervorragend vertreten werden, die der übergriffigen EU die Zähne ziehen werden und sie zurückführen werden auf das, als was sie gedacht war und gedacht ist. Ein subsidiärer Staatenbund der souveränen Nationalstaaten. Und unter den Kandidaten sind neben René Ausdauer, der hier anwesend ist und über dessen Anwesenheit ich mich freue und darüber freue, dass wir ihn nach Brüssel schicken werden, auch ganze drei Rheinland-Pfälzer erstmalig, von denen mindestens zwei sehr gute Chancen haben, angesichts der eben geschilderten Prognosen, dann auch ins Europäische Parlament einzuziehen. Gleichzeitig finden statt die Kommunalwahlen hier in Rheinland-Pfalz. Und das ist unser Ziel und es wird uns gelingen, ihr habt auch die Umfragewerte gehört, wir werden noch einen draufsetzen, flächendeckend in die Kreistage, in die Stadträte der kreisfreien Städte und möglichst auch auf die nächste Ebene der Verbandsgemeinden und kreisangehörigen Städte einzuziehen. Wir werden uns dort einsetzen für eine alternative Kommunalpolitik, für unsere Bürger,
und ihre finanzielle Entlastung. Und da möchte ich alle Anwesenden zur Kandidatur ermutigen. Wir haben viele tüchtige Mitglieder, aber bei Umfragewerten von 17+%, gerade bei euch in der Region, teilweise noch mehr, werden wir große Fraktionen haben. Und wir müssen die Listen füllen. Also meine Bitte, jeder, der bereit ist, jeder, der für die AfD einstellen will, der etwas für Deutschland bewegen will, sollte entweder in Absprache mit den Kollegen vor Ort kandidieren, vorne, um in die Räte einzuziehen, oder sich zumindest als Listenkandidat zur Verfügung stellen, damit wir auch alle, damit wir unsere Potenziale komplett ausschöpfen können. Habt ihr Unterstützung des Landesvorstands? Eugen Ziegler ist ja selber hier, hat ein hervorragendes Schulungsprogramm aufgesetzt im Auftrag des Landesvorstands. Und wir haben ein Programm entworfen, ein Musterprogramm. Ihr bekommt alle Unterstützung, die ihr braucht. Und mit den guten Wahlergebnissen im Juni bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl, möchten wir natürlich auch unseren Kollegen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg bei ihren Landtagswahlen im September Rückenwind geben. In allen drei Ländern ist die AfD die stärkste Kraft, mit spektakulären 37% in Sachsen und 36,5% in Thüringen. Und eine Mehrheit der Deutschen erwartet, dass wir in mindestens einem dieser Bundesländer die Regierung stellen werden. Und das, liebe Freunde, das glaube ich auch. Und dann wird die undemokratische Brandmauer der Altparteien endgültig fallen, die ja jetzt schon auch in Rheinland-Pfalz auf kommunaler Ebene immer mehr zusammenbröckelt. Liebe Freunde, das neue Jahr wird mit seinen Chancen und Aufgaben auch neue Härten und Zumutungen für uns alle mit sich bringen. Das politisch-mediale Kartell wird seine Diffamierungen und Drangsalierungen noch einmal hochschrauben, um unseren Durchbruch zu verhindern. Wir aber, wir haben nicht 10 Jahre politisch gekämpft, um jetzt in Sichtweite des Sieges aufzugeben. Der Mensch kann nach Nietzsche alles aushalten, wenn er weiß warum. Und wir von der AfD, wir alle hier in diesem Raum, wir wissen sehr genau, wofür und warum wir kämpfen. Für Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, euch und allen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches, vor allem politisch erfolgreiches neues Jahr 2024 und unserem Deutschland Neuwahlen im Bund und in Rheinland-Pfalz. Vielen Dank und ein frohes Neues. Ich möchte euch jetzt alle mal sehen. So. Dass ihr alle mitsingt, dass ich euch sehe. Vor, bitte. Mein nächstes Lied heißt kommt raus und es passt sehr gut zum Jan seine Rede. Vielen Dank, Jan, für deine Rede. Ich hoffe, ihr unterstützt mich jetzt beim Singen. Wir werden immer mehr und setzen uns zur Wehr. Zeiten sind vorbei mit eurer Heuchelei. Eure Lügen sind wir satt. Geht raus aus unserer Stadt. Geht raus aus unserer Stadt. Geht raus aus unserer Stadt. Kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Straße und hab Mut, habt Mut.
das machen das so schön. Achtung, seid ihr bereit für den Refrain? Und kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Hand in Hand für den Widerstand. Kommt raus, kommt. Wir lassen uns nicht vertreiben, wir kämpfen und wir bleiben. Ihr habt uns verraten, uns verkauft. Lauft, 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 lauft. Heimat, Freiheit, Tradition, es geht nur gemeinsam für unsere Nation. Für unsere Nation, für unsere Nation, für unsere Nation. Und jetzt singt ihr mal alle mit, alle. Hallo, kommt mal da hin raus. Kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Hand in Hand für den Widerstand. Kommt raus, kommt raus, wir kämpfen für unser Land. Für was? Für den Widerstand. Für den Widerstand. Vielen, vielen lieben Dank. Wir leben hier alle in einem wunderschönen Land, welches uns unglaublich viel zu bieten hat, wenn nur diese unterirdische Politik und Gesellschaft nicht wäre. Leider haben die Altparteien und die Mainstream-Medien die letzten Jahre für ein komplettes Chaos gesorgt. Sie haben es geschafft, dass gefühlt jeder gegen jeden agiert. Sie gingen sogar so weit, dass wenn du deine eigene Meinung äußerst, diese nicht Mainstream-konform ist, du sofort als rassistisch, rechts oder als Nazi diffamiert wurdest bzw. wirst. Hier sieht man ganz klar, wie weit diese Regierung nach links gerutscht ist. Wir brauchen keine Regierung, die für Hass, Hetze und Spaltung sorgt. Ich möchte in einem Land leben, in der Einigkeit und Recht und Freiheit herrscht. Die Altparteien haben uns gezeigt, wie es nicht funktioniert. Und ich wünsche mir, dass uns die AfD wieder auf die richtige Spur bringt. Holen wir uns unser Land zurück. Außerdem wünsche ich mir für uns alle hier und für unsere Mitmenschen Gesundheit, Mut und Frieden. Lasst euch nicht unterkriegen. So, verehrte Gäste, ich würde jetzt gerne weiter fortfahren. Nochmal vielen Dank an das Landesvorsitzende und an die Kollegen aus dem Bundestag, die dabei waren. Ich wünsche euch eine gute Weiterfahrt und wir werden jetzt hier mit unserem Programm weiter fortfahren. Und deswegen würde ich jetzt gern unseren René Aust ans Mikrofon bitten, der euch ein paar Grußworte und ein bisschen was berichtet. Vielen Dank. So. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte natürlich auch im Namen des Landesvorstandes in Thüringen darf ich ganz herzlich die Grüße ausrichten. Das waren wir schon, die Technik bekommen wir hin. Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne Zeit, ein schönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, Sie hatten alle ein schönes Silvester. Und es sind ja solche Wegmarken im Jahr, wo man auch so ein bisschen merken kann, wie sich unser Land verändert. Vor ein paar Jahren konnte man noch ganz unbeschwert Weihnachten feiern. Heute hat man diese Merkel-Legos überall stehen. Silvester ist nicht mehr so ganz unbeschwert, wenn man durch die Innenstädte geht. Noch viel mehr, wenn man eine Frau ist, traut man sich gar nicht mehr rein. Und auch bei solchen Tagen wie zum Beispiel so etwas Harmlosen wie dem Tag der Heiligen Drei Könige, wie gestern, merkt man, wie sich unser Land verändert. Früher war es so, da musste man ein Kind schwarz anmalen.
In manchen Regionen ist es heute so, da muss man zwei Kinder weiß anmalen, damit man noch die drei heiligen drei Könige zusammenbekommt. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit der Grund, warum wir uns engagieren, aber auch warum wir weltweit merken, dass sich immer mehr Leute auf den Weg machen, ihre Gesellschaften zu verändern. 3,5 Milliarden Menschen sind in diesem Jahr dazu aufgerufen zu wählen. In den USA, in Russland und in der Europäischen Union. Und wir haben es gerade eben gehört, auch in 8 Bundesländern gibt es Kommunalwahlen. Und ich kann es jetzt schon mal ankündigen, für den linksgrünen Mainstream wird es ein ziemlich hartes Jahr. Es wird ein ziemlich hartes Jahr, denn in diesem Jahr wird es erst so sein, dass bei den Kommunalwahlen Sie mit der Linken eine bekommen. Dann bekommen Sie bei der EU-Wahl rechts eine gewatscht. Und dann am Ende des Jahres bei den Ostwahlen geht es einmal mitten durch. Und dann werden Sie einmal richtig durchgeschüttelt sein. Es ist für jeden zu merken, der Elfenbeinturm wackelt. Der Elfenbeinturm, egal ob in Berlin oder in Paris oder in Washington, überall wackelt der Elfenbeinturm, weil sich immer mehr Leute aufmachen und erkennen, dass diejenigen, die uns regieren, nicht zu unserem Wohle uns regieren. Und deswegen finde ich es wunderbar, dass wir in der kommenden Woche die Landvierte haben, die endlich sich auch auf die Straßen machen. Und ich freue mich schon darauf, dass wir mit diesem Protestschwung, der in der nächsten Woche aufkommt, in dieses wichtige historische Jahr starten. Und ich kann den Landwirten garantieren, wir werden an eurer Seite stehen und wir werden eben auch dafür kämpfen, dass ihr besser regiert werdet, als ihr es heute werdet. Denn ihr seid eine ganz wichtige Berufsgruppe, die ganz wesentlich ist für die Stabilität in unserem Land. Und wenn wir dann am Ende des Jahres regieren werden in Thüringen und in Sachsen, da muss ich ja sagen, lieber Jan Bollinger, der ist jetzt leider nicht mehr da. Doch, er ist noch da. Die eine Sache, die muss ich dir noch mit auf den Weg geben. Wenn du natürlich sagst, die Sachsen haben einen Umfragewert von 37% und wir in Thüringen von 36,5%, dann hättest du auch aufrunden können. Das wissen wir noch. Also das ist natürlich Wettbewerb, ich habe hier gerade schon jemanden aus Sachsen auch kennengelernt, das ist Wettbewerb im besten Sinne, wer wird am Ende des Jahres ganz vorne sein, die Sachsen, wir oder vielleicht ja doch noch von ein bisschen weiter hinten, die Brandenburger vielleicht überholen die uns noch, bester Wettbewerb, und wer hätte das gedacht vor ein paar Jahren, dass wir uns darum streiten, wer ist der erste Landesverband bei uns, der die absolute Mehrheit erreichen wird. Und ich sage jetzt schon mal voraus, das wird Thüringen sein. Wir können gleich nochmal eine Wette eingehen. Aber weil das so ist, weil jeder merkt, wie sehr es sich in unserem Land verändert oder auch weltweit verändert, desto mehr fangen die an zu vibrieren, desto nervöser werden sie. Und deswegen haben wir auch all diese ganzen Debatten. Diese Debatten zum Beispiel um Verbote. Weil die wissen, wir haben die besseren Positionen und für unsere besseren Positionen im Übrigen auch die besseren Argumente. Denn das, was werden die ersten drei Dinge sein, die wir verändern werden in einer Landesregierung? Beispielsweise Bildungspolitik ist Sache des Landes. Was werden wir ändern als allererstes in der Bildungspolitik in den ersten 100 Tagen? Dass die Kinder wieder ein anständiges 1x1 und ABC lernen, statt Genderunterricht und Klimaunterricht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das große Versprechen wahrzumachen, dass diejenigen, die heute steuermäßig so groß belastet werden, entlastet werden. Und dass das nicht einfach nur Wahlversprechen sind wie bei den anderen, Beispiel FDP aktuell in der Bundesregierung, das beweisen wir sogar schon in der Opposition, denn vor einigen Monaten konnten wir im Thüringer Landtag zusammen mit CDU und FDP die Grunderwerbsteuer senken. Meine Damen und Herren, wann hat es das jemals gegeben? Wann hat es das jemals gegeben, dass eine Oppositionskraft wie wir mehr Wahlversprechen nach der Wahl halten als eine Partei wie die FDP in der Regierung? Das gab es, glaube ich, noch nie. Das dritte wichtige Thema ist natürlich die Migration. Und ein wirkliches Symbol für die verfehlte Migrationspolitik in Thüringen, das ist die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl. Eine überfüllte Erstaufnahmeeinrichtung in der traditionsreichen Stadt Suhl.
Die Mädchen werden belästigt in dem öffentlichen Transportsystem. Es wird geklaut in der Innenstadt. Und deswegen gibt es da von unserer Seite eine ganz klare Ansage, um hier auch deutschlandweit ein Signal an die ganze Republik zu senden: Wenn wir dieses Land Thüringen regieren, dann wird die Erstaufnahmeeinrichtung in Suhl geschlossen. Dann gehen die Leute nach Hause, meine Damen und Herren. Und dann werden zwei Dinge passieren. Zwei Dinge werden passieren. Das erste ist, die Bürger, die noch nicht von uns überzeugt sind, sowohl in Thüringen als auch außerhalb, die werden merken, erstens, die sind ja gar nicht so schlimm. All die Horrorgemälde, die da gemalt werden, die stimmen ja überhaupt nicht. Und das wird den einen oder anderen noch dazu führen, uns zusätzlich zu wählen. Und zweitens, die halten ja ihre Wahlversprechen. Und dann wissen die anderen, wenn wir unsere Wahlversprechen halten, was wir auch machen werden, dann wird es unglaublich schwierig sein für diese Parteien, jemals wieder Leute von uns zurückzugewinnen. Und aus dieser Angst geboren, führen sie jetzt diese ganzen Debatten um Verbote, um Zensur in den sozialen Medien. Es ist das Zeichen der Angst. Wer Angst hat, versucht anderen den Mund zu verbieten. Wir haben keine Angst vor der offenen Diskussion. Die haben die Angst, weil wir diejenigen sind mit den guten Zukunftskonzepten für unser Land, meine Damen und Herren. Und das ist das zweite Grund. Und das hat vor allem zwei Gründe, dass wir diesen Erfolg erstens haben können. Nach den schwierigen Jahren, auch mit den schwierigen Umfragewerten, mit dem schwierigen gesellschaftlichen Umfeld, Sie wissen noch viel besser als ich, wovon ich rede, die hier die Stange gehalten haben. Das hat zwei Gründe. Das erste ist etwas, das ich politische Führung in der demokratischen Gesellschaft nenne. Und das andere ist politischer Wille. Fangen wir mit dem ersten an. Politische Führung in einer demokratischen Gesellschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man nicht dem Zeitgeist hinterherläuft, dass man sich seine Inhalte nicht diktieren lässt von Meinungsforschern, von irgendwelchen Umfragen, dass man nicht versucht, dem Populären hinterherzulaufen, sondern dass man versucht, das Richtige populär zu machen. Und dann erkennen die Leute nach vielen Jahren nämlich auch, die haben es ja schon früher gesagt. Die hatten schon früher die richtigen Ansätze. Die haben schon vor Jahren gesagt, wie das hätten gelöst werden können. Denen können wir vertrauen. Und das ist ein wesentlicher Baustein für unseren Erfolg. Und dem müssen wir uns beibehalten. Dem müssen wir uns treu bleiben. Wir müssen unseren Inhalten, unseren Prinzipien treu bleiben. Und bloß nicht anfangen, wie die anderen, den Meinungsforschungsinstituten hinterherzulaufen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, politischer Wille. Politischer Wille. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen, wenn mich das Mikrofon denn lässt. Ich möchte das mal an einem Beispiel, ist keine Sabotage, davon gehe ich aus. Ich möchte das an einem Beispiel deutlich machen. Es wird gesagt, in der Öffentlichkeit könnt ihr das Migrationsproblem in Deutschland gar nicht lösen. Denn wenn die Leute über dem Mittelmeer sich auf den Weg hierher machen, dann werfen die ihre Pässe weg und dann sind die hier, dann werdet ihr die doch gar nicht mehr los. Also ist das, was ihr den Leuten doch erzählt, ist doch in den Wind gesprochen, ist doch Sand in die Augen gestreut. Ich möchte Ihnen mal ein Gedankenspiel, ich möchte Sie zu einem Gedankenspiel einladen. Stellen Sie sich vor, es wäre andersrum. Die Europäer würden sich auf dem Weg über das Mittelmeer nach Arabien machen. Und die Leute würden dort versuchen herauszufinden mit Gutachtern, woher kommen die eigentlich? Was würden Sie dann machen? Dann würden Sie doch anfangen, mit Gutachtern sich mit den Leuten zu unterhalten. Dann würde man sehr schnell hören, selbst wenn man versucht, Englisch zu sprechen, na, guck mal, die haben doch einen französischen Dialekt, die haben einen deutschen Dialekt oder nicht nur das, die haben sogar einen bayerischen Dialekt, die haben einen norddeutschen Dialekt. Dann unterhält man sich mehr mit den Leuten. Man unterhält sich zum Beispiel mit den Leuten, welche Kindheitsgeschichten kennen sie denn eigentlich? Und dann wird man sehr schnell herausfinden, dass die Franzosen mit dem kleinen Prinzen, wunderschön natürlich, ganz andere Kindheitserlebnisse und Geschichten kennen, als wir zum Beispiel mit, ich sag mal, Pumuckl. Das heißt, man kann natürlich, wenn man den Willen hat, den politischen Willen hat, mit Gutachtern herausfinden, wo kommt eigentlich jemand her. Und so ist das auch heute schon möglich. Man kann mit Gutachtern und mit Gesprächen natürlich feststellen, wer hat einen Dialekt, der kommt eher aus Marokko, wenn er Arabisch spricht, wer hat den eher aus Syrien, welche Kindheitsgeschichten, selbst wenn man versucht, sich zu verstellen. Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, werden sehr schnell ein Gespür dafür bekommen, wo jemand herkommt. Und dann kann man natürlich auch verlangen, dass wenn man das festgestellt hat, wenn die Gutachter das festgestellt haben, dass diese Länder ihre Leute zurücknehmen. Und wenn sie das nicht machen, dann gibt es drei Arten, wie man dagegen vorgehen kann. Das erste ist,
die Entwicklungshilfe einzustellen. Schon mal sehr empfindlich. Das Zweite ist, gibt kein Kontinent dieser Erde, der so sanktionsfreudig ist wie die Europäische Union. Ja, es gibt mittlerweile, glaube ich, 12 Sanktionspakete gegen Russland alleine. Dann gibt es noch gegen den Iran, dann gibt es noch gegen den und den und den. Wer der Meinung ist, seine Leute nicht zurückzunehmen, die werden sanktioniert. Und das Dritte ist, das ist ein Beispiel, das der Maximilian Krah immer nennt, das ist die Oberschichten, beispielsweise in Marokko, beispielsweise in Ägypten und so weiter, die kommen sehr gerne nach Europa, um hier zu shoppen. Dafür brauchen sie Touristenvisa. Und die werden dann gestrichen, wenn sie die nicht zurücknehmen. Und sehr schnell wird man bereit sein, diese Leute auch wieder zurückzunehmen, selbst wenn sie ihren Pass ins Mittelmeer geworfen haben. Das, was uns fehlt, um diese Migrationskrise zu lösen, sind nicht Fähigkeiten. Das, was fehlt, das ist politischer Wille. Und dieser politische Wille, das kann ich nun wirklich jedem Einzelnen hier versprechen und darüber hinaus, den Willen, dieses Problem zu lösen, den hat nur eine Partei in unserem Land, das ist unsere Alternative für Deutschland. Also, das ist unser Angebot an die Bürger im Jahre 2024, haben wir mittlerweile. Politische Führung bieten wir an, bekommen wir bei den anderen nicht. Politischen Willen haben wir, die anderen nicht. Und deswegen sind wir auf einem Erfolgskurs wie noch nie. Und deswegen wird das ein historisches Jahr. Auch wenn ich jetzt kein Glas vor mir habe, möchte ich mit Ihnen in Gedanken zumindest anstoßen auf ein historisches Wendejahr 2024. Es freut mich, an Ihrer Seite kämpfen zu dürfen und am Ende des Jahres auch gewinnen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank und alles Gute. Eine ganz schön stille Krise, wie ich glaube. Aber aus dem Grund geht er ja auch noch nach Brüssel und es freut uns auch sehr, René, wenn wir solche junge Leute wie dich nach Brüssel schicken dürfen, die auch die Interesse definitiv vertreten werden. So, verehrte Mitglieder, jetzt möchte ich gerne noch unseren Bernd Schattner ankündigen, mein Stellvertreter und natürlich als MdB möchte ich noch ein paar Grußworte an euch richten. Bernd, deine Bühne. Ja, auch von mir erstmal noch alles Gute im neuen Jahr. Ich habe jetzt natürlich das Problem, Eugen hat gesprochen, Jan hat eine lange Rede gehalten, René war gerade unterhaltsam. Ich habe eigentlich so gut wie gar nichts mehr, was ich sagen kann. Von daher bin ich es persönlich relativ kurz halte. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf den Kreis angehen. Eugen hat vorhin ein bisschen damit angefangen, wenn ich meine Geschichte in der AfD-Revue passieren lasse. Ich bin im Sommer 2015 in die AfD eingetreten, wo ich nach 25 Jahren, die ich in Thüringen gewohnt habe, wieder in meine alte Heimat zurückgezogen bin. Und wenn ich mich daran noch zurückerinnere, damals waren das so 10 Mann in Landau in so einer kleinen Hinterhof-Gaststätte im Hinterzimmer. Da war gerade Mitgliederparteitag, da wurde ein neuer Vorstand gewählt. Da waren 10 oder 12 Mann anwesend und das war's. Und wenn ich mir heute diesen Saal angucke, das hätte damals keiner geglaubt, dass wir so eine Erfolgsgeschichte aufs Parkett legen. Wir haben mittlerweile, Jan hat es vorhin gesagt, 2600 Mitglieder in Rheinland-Pfalz. Wir haben über 40.000 im Bund und wir haben hier im Kreis mittlerweile 180 Mitglieder, Tendenz weiter wachsend. Wir wollen im ersten Quartal die 200er Marke knacken, hätte man sich damals nie vorstellen können. Und vor allem geht es um eins. Damals, wo ich eingetreten bin, standen wir in den Umfragen bei 2 oder 3%. Wir sind damals gerade so in den Bundestag reingerutscht und damals hat Gauland gesagt, die meisten werden sich noch daran erinnern, wir werden sie jagen. Heute sind nicht mehr wir die Partei, die die anderen, die Altparteien jagt. Im Osten ist es ja mittlerweile so, dass die uns jagen müssen. Aber wir sind so weit nach vorne gekommen, die werden uns niemals mehr einholen, gerade in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und genau das müssen wir auch jetzt hier bei uns im Westen schaffen. Vor 1, 2 Jahren noch haben wir gesagt, wo der Osten bei 20% stand. Ja, wenn wir die Voraussetzungen hätten wie die im Osten, dann wären 20% auch bei uns möglich. Mittlerweile ist es so, wir haben im Osten 30, in Sachsen bei den aktuellen Umfragen 37%. Hier steht in Thüringen, glaube ich, bei 36,5. Das sind Werte, die hätten wir uns nie vorstellen können. Also knapp noch hinten dran, aber ja, holt auf, ich weiß.
Das hätte man sich nie vorstellen können. Und die 20% damals, wo wir im Osten gesagt haben, die sind unerreichbar, die haben wir mittlerweile bei uns im Westen. Wir haben mittlerweile eine echte Regierungsoption. Und diese Option ist für Deutschland essentiell. Wir müssen mittlerweile damit klarkommen, dass wir regieren müssen. Denn nur so bekommen wir dieses Land nochmal vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir sind die letzte und einzige Chance für dieses Land, dass es so erhalten bleibt, wie wir es können. Dass es so bleibt, wie wir es unseren Kindern und Enkeln weitergeben wollen. Und deshalb dürfen wir jetzt auch nicht leichtsinnig werden. Wir haben am 9.6. Wahlen. Und noch sind alles Umfrageergebnisse, noch sind es keine realen Mandate, noch ist es kein realer Machtanspruch, den wir stellen können. Aber am 9.6. ist der erste Zahltag. Und das ist das, wo wir mittlerweile als Bundes-AfD, als Landesvorstand mit aller Macht darauf hinarbeiten, dass wir nicht nur einen René Aus, der mit 3 sowieso nach Europa geht, dass wir auch Listenplatz 20 unseren Alexander Heppe aus Rheinland-Pfalz reinbekommen, aber dass wir 23, 24 Mann in die ID-Fraktion nach Brüssel schicken, dass wir in Brüssel eine konservative Sperrminorität hinbekommen, dass aus Brüssel nicht mehr diese unsägliche Gesetzgebung nach Deutschland kommen kann, die dieses Land langsam aber sicher zerstört. Und dieses Drittel ist in Europa machbar. Und dafür müssen wir zum 9.6. kämpfen. Und René hat es ja gerade schon gesagt, Verbotsverfahren laufen teilweise gegen die JA. Es geht um die rechtsextreme Einstufung in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Und was passiert da? Kaum erreicht diese Partei 30%, wird man auf einmal rechtsextrem. Aber das hat man auch bei den Linken im Osten gesehen. Die waren Verdachtsfall, Beobachtungsfall, die wurden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sobald sie in der ersten Regierung waren, war das auf einmal alles okay. Mittlerweile im Bundestag sind die vollkommen anerkannt. Die Mauerschützenpartei ist eine legitime Partei in dieser Bundesrepublik, während wir Beobachtungsfall sind. Irgendwas läuft da falsch. Aber sobald wir im Osten die erste Regierung stellen oder an der ersten Regierung beteiligt sind, wird auch dieses Bollwerk gegen uns brechen, weil dann kann diese Brandmauer nicht mehr aufrechterhalten werden. Und wenn diese Brandmauer fällt, dann sind wir endgültig angekommen, dann sind wir Teil dieser Regierungen in den ganzen Ländern. Das ist das Ziel, auf was wir hinarbeiten. Das ist der 9.6., das Zwischenziel. Und dann in 2 Jahren beim Bundestag, auch da brauchen wir das Drittel Minimum, um endlich verhindern zu können, dass es Sonderhaushalte gibt, dass es Sondervermögen gibt, dass Geld in die ganze Welt verschenkt wird. Und man sieht es ja, jetzt am Montag geht es ja los. Wir haben eine Demonstrationswoche. Und klar, die Bauern sind die, die da voranmarschieren, weil die mittlerweile über 1 Milliarde beitragen sollen zu diesem Einsparpotenzial, was wir unbedingt brauchen, um weiterhin 30 Milliarden Entwicklungshilfe zahlen zu können. Da geht zum Beispiel 1 Milliarde an Indien, die fliegen gleichzeitig im Mond, wir bezahlen es. In Peru bezahlen wir Fahrradwege, in der Ukraine sponsern wir mit 650 Millionen den grünen ökologischen Umbau des Kohleabbaus, wenn er bei uns eingestellt wird. Diese Gelder wird es mit uns nicht mehr geben. Also wir könnten ganz problemlos diese Subventionen weiter bezahlen. Und am Montag gehen nicht nur die Bauern auf die Straße, sondern die Transporteure, die Spediteure mit auf die Straße, weil der Maut sich nahezu verdoppelt hat. Auch da werden wieder Preise steigen. Jeder merkt es an der Tankstelle beim Kauf von Heizöl oder Gas, die CO2-Bepreisung ist um 50% gestiegen. Die Kugel Eis, die man uns versprochen hat, die diese Energiewende kostet, ist mittlerweile zum Eiswagen mutiert. Und vom Klimageld, was wir zurückbekommen sollen, ist leider auch noch kein Euro bei mir auf dem Konto angekommen. Bei Ihnen vermutlich auch nicht. Und deshalb ist es so wichtig, diese Proteste ab Montag auch mit zu unterstützen. Wir wollen friedlich gegen diese Regierung demonstrieren. Diese sogenannte Fortschrittskoalition ist am Ende. Und Sie wissen es. Lindner sollte mittlerweile, glaube ich, auf seinen alten Spruch zurückgreifen. Lieber nicht regieren als schlecht regieren. Und nichts anderes wie schlecht regieren tun sie. Deshalb kämpfen wir dafür, dass wir nicht erst in 2 Jahren an die Urnen gehen dürfen, um diese Fortschrittskoalition abzuwählen, sondern jeden Tag, den wir früher wählen, ist ein Gewinn für dieses Land. Darum unterstützen Sie uns alle mit, dass wir schnellstmöglich mit an der Regierung sind, dass wir dafür sorgen, dass es mit diesem Land endlich wieder aufwärts geht. Und ansonsten wünsche ich uns heute noch einen schönen Tag. Bis dahin. Bravo. Vielen Dank. Ich präsentiere euch mal mein neues Lied. Das ist so ein patriotisches Schlagerlied. Und es heißt Schwarz-Rot-Gold. Ich hoffe, dass es funktioniert von der Technik her. Schwarz-Rot-Gold, ja, wir sind das Volk.
Für die Kehle zu ölen. Und da gibt es natürlich, was es nur bei uns an der südlichen Weinstraße gibt, immer so präsent, weihpräsent, in vino veritas. Ich denke, das passt absolut zu unserer Partei. Und natürlich das Hambacher Schloss ist drauf. Julia, ich hoffe, dass du es irgendwann mal abends in Ruhe genießen kannst. Auf jeden Fall. Und wünsche dir jetzt schon viel Spaß dabei. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Natürlich darf ich auf der Rede. Wie gesagt, heute extra, da war gestern oben noch in Bayern, wie ich mitgekriegt habe, und ist direkt von dort heute hierher gefahren. Lieber René, auch dir natürlich unser besonderes Präsent. Wie gesagt, es gibt es nur an der südlichen Weinstraße. Und ich hoffe, auch du wirst an uns denken. Ich weiß, in Thüringen gibt es auch gute Weine, aber der bessere ist als der Südpfalz. Und deswegen wünsche ich dir viel Spaß, wenn du irgendwann vielleicht in Brüssel oder in Straßburg aufmachen tust, meine Kollegen. Vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Und dein Erfolg will auch unser Erfolg sein, wenn du René so bist, diesmal das noch wieder zu spielen. Ich kann jetzt schon sagen, wann ich den aufmachen werde, nämlich am 9.6., wenn wir das beste Bundesweitergebnis in unserer Geschichte geholt werden. Wir werden auf dich anstoßen, definitiv. So, und jetzt sind wir eigentlich am Schluss. Alle zusammen. Und jetzt können wir unser Deutschunterricht natürlich auch stimmen. Jürgen, machst du das, weil ich denke, deine Stimme ist besser wie meine. Wir kommen alle vor. Genau. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit
Gerechtigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühen ganze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blühen ganze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Und hier wird durch dann der offizielle Teil beenden. Natürlich könnt ihr alle noch hier bleiben. Es gibt noch genug zu trinken, es gibt noch genug zu essen. Und wenn einer nachher weggeht, bitte diese ganze Körbchen leer machen. Nehmt euch was mit als Verpflegung. Und schon muss ich es essen und dann passe ich schon in mein Ziel, mein Kittel. Und das möchte ich gerne vermeiden. Deswegen nochmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch alle einen guten Nachhauseweg. Und wie gesagt, freue mich auf weitere Gespräche. In diesem Sinne, ein gutes neues 2024. Danke. Ich muss mal kurz nach Hause sprechen, gerade mit Rainer.